This is my favorite kind of Pokemon. Have a break, have a Kit Kat. Nom nom. Nicht aus dem Maul ziehen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Inclement Emerald 93 Show, wo ihr im letzten Teil in der Malvenfroh City Arena den... Muss ich wirklich mal schauen. Ich bin so doof. Den dritten Arena-Orden verdient. Und nun weiß ich ja, es geht auf nach Bad Lavastadt, der nächste Ort, wo die nächste Arena ihr zu Hause hat. Denn wenn ich hier weitergehen würde, Route 118, da geht's noch nicht weiter. Das weiß ich, da ich nämlich dort Surfer brauche. Aber ich lasse mal die Trainer hier nicht so lange warten. Doch, da sind doch so viele Trainer unterwegs. In Emerald hat sich das ja verändert. Stimmt, in Emerald war das ja so, dass es mehr von diesen Doppelkämpfen gibt. Aber nicht im Sinne von, dass man gegen zwei Trainer gleichzeitig kämpft, die ein Paar bilden, sondern einfach nur zwei random Trainer, die sich einfach nicht absprechen können. Die können nicht abwarten und da muss man gleichzeitig mit ihnen kämpfen. The aroma of flowers has a magical power. It cleanses us body and soul. Natürlich, da riecht man was in die Nase und dann... Dann haut man alles raus. Go, go, go! Pokémon 1, 2 und 3! Go, go, go! Aber du kannst nicht drei auf einmal rausspringen. Das gibt's erst ab der fünften Generation. Da denke ich mir auch... Diese ganzen... Es waren wahrscheinlich wegen den Limitationen so gedacht, oder? Wobei, wenn jetzt auch in solchen ROM-Hacks sowas sicherlich möglich wäre, die haben sich wahrscheinlich trotzdem das einfach aufgehoben für die gewissen Generationen und dann, dass da immer was Neues zu bieten ist. Okay, Water Shuriken, machen wir das hier gegen Diggerspy. Diggerspy, ey, bei mal Digger. Und das kam jetzt komisch rüber, tut mir leid. So. Und einmal hier. Nee, Moment, du bist... Das ist ein reiner Feentyp, das ist keine Pflanze. Das hat zwar eine Blume in der Hand, ist aber trotzdem keine Pflanze. Water Shuriken, number one. Komm schon. In number two. Vier mindestens. Mindestens. Drei und super effektiv. Three times. Ich vermisse es ein bisschen wie in der neuen Generation, wo diese Mehrfachattacken einfach viel schneller sind. Da sieht man vielleicht einmal die Animation und dann macht es bam, 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 bam. Hier muss man wirklich hier, wow, da fliegt ein Schuriken und da fliegt ein Schuriken. Ich habe hier einen Scheibplan anzuhalten, also es muss ein bisschen schneller gehen hier. Ich darf wirklich nicht vergessen, dass Gamakuri jetzt auch noch ein Unlichttyp ist. Das heißt, welche Attacken sind jetzt sehr effektiv? Kampf, Käfer, Fee. Dieser Knospa hat sie sogar. Ach, guck mal an. Der Punkt ist aber auch der, die Pokémon der Trainer sind ja alle unterschiedlich und die können ja auch Attacken beherrschen, die nicht ihrem Typ entsprechen. Also da kann ich mir gar nicht alles in Erinnerung rufen, was sie alles lernen können. Okay, einmal Borschnabel, du wirst aufgemacht wie ein guter Wein. Critical Hit und dann pff, große Sauerei. Da holt man einen Wischbob, ein bisschen, nee, Meister Propper war bei der Kleidung, ein bisschen, nee, Persil war beim Glas. Was nimmt man da für den Boden? Aber go, Level 39, wunderbar. Keine Ahnung, was man für den Boden nimmt. Was nimmt man denn für Blut? Wein? Nee, Wein. Andersrum, bei Wein. Blut? Keine Ahnung. Bäh. Gut. Alles klar, alles klar, alles klar. Was machen wir? Was tun wir? Machen wir mal... tun wir uns vielleicht erstmal um Stollrack kümmern. Moment, dann hätte ich eine Idee. Mal zurück. Dann machen wir hier und dann tue ich erstmal mit Kreideschrei die Verteidigung ein bisschen senken. Was ist denn los hier, FPS? Ich weiß, es sind viele Pokémon auf dem Bildschirm, aber trotzdem könnt ihr doch nicht hier gleich den Level abgeben. Auch wenn ihr den Pudding gegessen habt. Müsste es als Verbindung geben, oder? Jemand hat seinen letzten Pudding gegessen und kann einen Löffel abgeben. Ja, haha. So ist es wahrscheinlich gelaufen hier.
Oder damals wurde wahrscheinlich Pudding, das war ein sehr, sehr beliebtes Dessert. Und dann haben Leute sich gedacht, huch, dem tue ich ja dann den vergifteten Pudding hier unterjubeln. Und dann hier, ach, er hat den Löffel abgegeben, er kann nicht mehr. Ach, er ist ein bisschen schläfrig, ach, er läuft blau an. Das ist normal, es war Blaubeerpudding. So. Okay, Gamma Kure ist schneller als Beesmith, aber jetzt hat einmal die Verteidigung gesenkt um 2 Stufen und ihr seht schon, es macht da einen Unterschied aus. Ich wollte gerade sagen, 2 bis 5 Mal, jetzt einmal und dann wäre es schon gewesen. Nein, das hat schon wieder gefehlt. Lässt du hier die Schokokrümel zu Hause, Beesmith? Nein! Das ist das Aussicht, ich bin begeistert. Ah, natürlich. Und jetzt hier noch hier am letzten Sturm hier festhalten. Nö, nö, du gibst nicht auf, du gibst nicht auf. Du willst noch meine PP, meine PowerPoints hier aufbrauchen. Ist klar. Warte, das kriegst du zurück hier. Dark Puls. Bohrschnabel. Ah, Moment, das ist... Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier Finsteraura sehe. Auch schöne Animation. Also mit den Animationen hier, die haben ja wirklich sich hier Mühe gegeben, finde ich. Okay, Level 930. Nyxtor. Hat auch noch ein Pokémon. Letztes Pokémon. Und Bismuth, du biebst hier aus dem letzten Loch. Okay, Water Shuriken. Und einmal hier Borschnabel. Der wird deine curlige Frisur noch curliger. Bam. Kann man das Gedute vielleicht abstellen? Kriege noch einen Dinitus. Und komm, nächstes Mal. Ich werde ihm definitiv noch eine. Ich werde Gamakuro definitiv noch eine andere Wasserattacke beibringen. Bei meinem normalen Durchlauf von Pokémon Y, wo ich auch Froxy als mein Starter gewählt habe, habe ich Surfer genommen, weil ich mir halt dachte, oh, es ist ein Ninja-Pokémon. Ninjas, die sind doch bekanntlich, können die auf dem Wasser laufen und Surfer lässt einen auch übers Wasser bewegen. Da kam wieder dieses Gimmick bei mir rein oder diese Vorliebe, dass ich hier ein passendes Moveset mache. Bezüglich des Charakters. Oh dear me, I seem to have lost. Come in, Pokémon. Are you okay? Pokémon 1, 2 and 3? Die sind 3, 2, 1 down. Third order. It's a Pokénef. Ich dachte schon, die weinen gleich. Nicht weinen, da muss ich mitweinen. We must register each other. Da kann man sich auch mal irgendwie hier zu einer Fanta oder so treffen, hä? Flowers, Pokémon, I love whatever smells nice. Stinky things, I'll pass. Wir Menschen haben auch einen natürlichen Geruch. Der ist nur übertüngt hier mit Dio und Rasierwasser und Parfüm. Isn't it cool that I have a Pokémon battle team? You can copy me, I don't mind. Was hat er jetzt alles gehabt? Er hatte hier... wie heißt die Entwicklung von Krillmark? Krillchita, dann hat er Stolrak und das letzte habe ich vergessen. Even if there isn't a boat, you can cross rivers and see if you have a Pokémon that knows surf. Pokémon can be counted on to do so much. Gamakuro sollte eigentlich... Es kann nicht Surfer beherrschen. Interessant. Ich hätte an sich auch wirklich gar kein Pokémon, was von Natur aus Surfer beherrscht. Der, weiß ich, ist ein normaler Trainer, mit dem man kämpfen kann. Also, Rollbart, du sollst ein bisschen Erfahrung bekommen. Bitteschön. Verfrischungen, Equipment is the key. But for trainers, the key ingredients are Pokémon and Heart, of course. Ich hatte irgendwie auf den ersten Blick wieder gelesen, seine Sachen ist der Sky. Da denke ich mir auch nur wieder hier, ja, Fliegenfischen oder was. Was? Moment mal, Garados hat nicht Bedroher? Hat er denn Don? Aber das ist auch wieder hier natürlich mein Glück. Ich denke mir, er hat Wasser-Pokémon, und was bringt er raus? Ein Wasserflug-Pokémon, was auch noch hier Eisattacken beherrscht. Ja, klasse. Wenn er das übersteht, könnte ich Gigasaur einsetzen, aber hat nicht gereicht. Ach, es hat die Moxie-Fähigkeit. Wenn es einen Pokémon besiegt, dann erhöht sich sein Angriff. Ja, nee, ist klar. Was tue ich da? Gewinne machst du mir hier, haust du ihm die Hucke voll. Ja, stimmt, jetzt hat ja Gewinne auch die Fähigkeit. Laubklinge reicht, ich bezweifle es wegen dem Ausgleich des Typens. Und weil er auch selber kein Pflanzentyp ist. Autsch. Komm, das setzt aus! Nein! Komm schon!
Katsching! Critical Hit sogar und Moxie sollte sich aktivieren. Wunderbar. Das wird wirklich noch irgendwann mal zu meinem Vorteil sein. Gabakuro, Level 40. Wunderbar. Chinchu? Wer ist nochmal Chinchu? Ah. Lampi heißt auf Englisch Chinchu? Wirklich? Das lese ich und höre ich zum ersten Mal. Klingt eher wie ein chinesischer oder japanischer Name, wenn ihr mich fragt. Und, jawohl, super effektiv, das war's gewesen. Die Antennen sind abgeschnitten, die kann ich mir jetzt im Wohnzimmer über den Tisch hinhängen. Ja, was bieten den hart? Ja, solange ich den nicht hier in Herzkasper verabreiche. Come to think of it, fishing is a battle between a fisherman and a Pokémon. Ich glaube, das ist kein Trainer, oder? Doch. Let my melody rock your soul. Ich dachte, das war ein Typ gewesen, der mir nur sagt, hu, da drüben, auf der anderen Seite des Wassers, da geht's weiter. Schade, dass ich nicht schwimmen kann. Ich habe keinen Freischwimmer gemacht. Er hat nur Hafnir. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, klar, mache ich mal. Okay, das könnte ein bisschen problematisch werden gegen den Drachentyp. Was mache ich hier? Also sehe, dann fängst du mal an. Oder machst du mal weiter? Ja, Kata. Das ist die normale Animation und die finde ich so lustig. Ich meine, erst hier die Luftströme und dann hier Stopp. Ha, da ist das Ziel. Alles klar, einmal Bürde. Ich hab nicht mal einen Kopf. Es ist ein Glasbehälter, der hier eine Seele in sich trägt. Also wie willst du mir Kopfschmerzen machen? Du machst richtig viel Schaden. Okay, einmal Stupa und das soll's gewesen sein. Halt, stopp! Da ist das Ziel, Watschuki. Oh, schon wieder vorbei. Ich sag ja. Ich habe nur eine Seele, keine Gedanken. Keine Gedanken, Oberstübchen. La, 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 la. Wenn du hier weiter so oben ohne rumläufst, kriegst du einen verdammten Sonnenbrand, ich sag's dir. When I compose better melodies, you have to come listen, okay? Gerne doch. Ein Encore, Encore, Encore. An electric guitar doesn't always have to be noisy. It can be strummed to squeeze out the heart-wearing melody. Ja, ich weiß. Die Fukanos, die heulen schon im Nachbarsdörfchen. Gut, die Leute lassen, die habe ich jetzt nicht vergessen. Habe schon mal ein bisschen gutes Training gemacht. Habe auch hier wieder ein Geld gesammelt. Habe ich mir beim letzten Mal Items geholt? Ich glaube, bevor ich jetzt hier weitergehe, gucke ich erstmal, dass ich das hier mache. Einmal Mai. Wie viele Bälle habe ich? Das reicht erstmal. Auch erstmal Ultrabälle. Habe ich keine, dann nehme ich mir doch mal ein paar mit. Weil die Pokémon werden ja immer stärker. Daher brauche ich auch mal bessere Pokébälle. So, nehme ich was mit. Revive. Ja, das reicht noch. Ability Pill. Das hebe ich mir mal auf, wenn ich mal neue Pokémon mir ins Team hole. Weil im Moment, was sind jetzt nochmal meine ganzen Fähigkeiten? Also hier ist es ja Poison Point, Poison Phone Contact. Das würde ich mal behalten, wenn ich nämlich dann Giftspitz mal durch was anderes austauschen würde, ja. Okay, nein, das ist gut. Flame Bite, das habe ich ausgetauscht, weil Flammenfänger, der Gegner ist schlau genug, dass er Laternecto nicht mit einer Feuerattacke angreift und damit, wenn es getroffen wird, kann es den Gegner verbrennen. Infiltrator versus Rubarius, das ist besser als Sturzbach, finde ich. Copy Special Ability ist auch gut, besser als Felsenfest. Defiant, Lowered Stats, Up Attack. Rook ist halt wirklich wie so ein kleiner Turm, ja. Kann was einstecken, kann aber auch austeilen. Da werde ich wirklich weitermachen, bis ich an Sesuri habe. Okay, nächster Doppelkampf. Gamakuro tut mal hier die Führung übernehmen. Bismuth ist auch dabei, denn die haben nämlich einmal hier das
das Glücksei, wodurch Gamakuro mehr Erfahrungspunkte kriegt. Dadurch kriegt dann Rook mehr Erfahrungspunkte, weil es den App-Teiler trägt. Und Bismuth hat die Glücksessenz. Dadurch kriege ich mehr Geld und kann mir mehr Sachen kaufen. Also ich baue mir meine eigene Welt. This is my favorite kind of Pokémon. Have a break, have a KitKat. Nom nom. Und nicht das Maul ziehen. Wow. Show me how to put a little excitement into my life. Da hätte ich ein paar Ideen schon auf der Spitze meiner Zunge, die ich aber wahrscheinlich lieber nicht aussprechen sollte. Ach, das ist schon wieder ein Junge. Das ist immer mein Problem, dass die Sprites sehen erwachsen aus. Aber des Öfteren sind es einfach Teenager oder Kinder. In den späteren Teilen, da sieht man es wirklich besser. Da sieht man besser, ob das ist, wie alt jetzt nun wirklich die Personen sind. So, einmal Wasser-Shuriken. Und eins. Und zwei. Super effektiv. Ach komm, nur zweimal. Burschnabel, tatatatatam. Und weiter. Es hört ja nicht auf. Je stärker meine Pokémon werden, desto stärker sind auch die meiner Gegner. Das aber dadurch. Oh, auch Nachthieb. Na, das wird auch beigebracht. Anstatt Gewissheit. Sehr schön, sehr schön. Welchen Level braucht es nochmal? Ich glaube, das war Level 52 oder so. Also, das hat noch einen weiten Weg vor sich. Au. Natürlich, Käfer gegen Unlicht. Wenn ich nochmal erklären darf, warum das der Fall ist, Unlicht. Moment, das weiß ich selber nicht. Ich weiß, warum Käfer oder Unlicht gegenüber Psycho gut ist, weil das sind natürliche Ängste, Dunkelheit und Käfer. Aber wieso ist Käfer gut gegenüber Unlicht? Wie könnte man das denn erklären? Das ist eine gute Frage. Lass mich gerade mal darüber überlegen, während ich einen Schluck trinke. Vielleicht ist es so gedacht, dass Unlicht, also ist ja im Japanischen auch als der böse Typ bekannt, und Käfer haben vielleicht eine Immunität gegenüber böse Gedanken oder können sich einfach nicht reinlegen lassen. Die greifen einfach an, das ist der normale Instinkt. Und dadurch können Käfer hier Unlichtattacken, Unlicht-Pokémon oder eben den Evil-Pokémon zusetzen. Eine mögliche Erklärung vielleicht. Level 40, sehr schön. Schwertanz. Ich wusste nicht, dass es Schwertanz erlernen kann. Was wäre besser? Kreideschrei hat zwar mehr PP, aber es trifft nicht immer. Und wenn ich das Pokémon besiege, müsste ich ja im Grunde das nochmal neu machen. Aber wenn ich das jetzt da einsetze, wenn ich das austausche, kann es dir mal den seinen einen Angriff erhöhen. Wisst ihr was? Das probieren wir mal aus. Ich versuche natürlich aber auch hier eine gewisse große Anzahl von verschiedenen Attacken zu haben, weil Sichlor Favorit meiner auf meiner Seite. So, dann machen wir einmal Borschnabel und einmal Eoras. Zack. Gwen habe ich nämlich auch Schwertanz beigebracht. Also ich melde, ich habe viele Pokémon, die was mit Schwertern zu tun haben. Hier, Kamakuro mit dem Ninja sein. Weil da sie weiblich ist, wäre sie mehr eine Kunoichi. Dann haben wir Gwen, der wie ein Ritter ist. Suryu, der natürlich wie ein Soldat ist. Arshia, zack, zack, zack. Ich baue mal meine eigene kleine Armee auf. Ich graube mir die Welt, ich baue mir die Armee. Wait, did you get a good look at my Pokémon? Natürlich. Auch wenn es jetzt bewusstlos am Boden liegt. Oh my, that was too much excitement. Ich trage dich auf meinen starken Arm. My poor is still racing. You're one fabulous trainer. Danke. When having a battle, I get a kick out of shying off my Pokémon. I bet everyone feels that way when they enter a battle. Ja, so fühle ich. Ich sehe euch. So ähnlich fühle ich auch, warum ich halt wirklich dann die ganzen Pokémon sammle und die dann auch im Kampf einsetzen möchte, um einfach sie in Aktion zu sehen. Nicht unbedingt, um sie anderen zu zeigen, aber auch einfach, um sie in Aktion zu sehen. Ich möchte nochmal was gucken. Der Angriff von Bismuth müsste ja stärker sein als der Spezialangriff. Um einiges stärker, und durch Schwertanz würde es nochmal erhöht werden. Ah ja. Das ist der gleiche Fall. Und hier sicherlich auch. 102.
Das ist doch, glaube ich, so mit den roten Zahlen. Diese Angriffe, diese Werte werden schneller erhöht. Und die blauen Zahlen werden langsamer erhöht, oder? Auch wenn das jetzt der langsamste Wert ist, ist die Initiative von Kamakuro der höchste Wert. Abgesehen von den KP natürlich. So, ihr wollt kämpfen um das Item. Ich hätte ja eigentlich auch einfach von der anderen Seite kommen können, aber hey, ich will die Erfahrungspunkte haben. Did you come from Marvel? Then you should be full of energy. When you're as famished as I am, there's no room for pity. Im Sinne von, was du essen willst oder magst oder... Also, ich habe vielleicht noch einen Snickers in meiner Hosentasche. Ist vielleicht ein bisschen warm geworden, aber du als Feuerspucker wirst es wahrscheinlich nicht hier so. Willst du es dann trotzdem essen wollen, oder? So, du bist Asapon, einmal angreifen. Bohrschnabel gegen das Punkab... Bumkabu. So viel Pokémon mit Bu im Namen. Wobei, wenn jetzt hier die 9. Generation rauskommt, gibt es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich um die 1000 Pokémon, da können einem schon mal die Namen ausgehen. So, Borschnabel, tatatatatam. Jupp. Level 41 für Rock. Noch eine neue Attacke, das hat doch erst einer gelernt. Du wächst, mein kleiner Freund, du wächst. Prevents the foe from using any items. Ach, das ist die... Irgendeine Blockade. Will ich das nehmen oder lasse ich hier lieber... Clownwetzer. Ich glaube, ich lasse eher Clownwetzer. Wobei ich mir denke, es würde später dann auch wieder Schwertanz erlernen. Eradicate. I will eradicate you, you and your kind. Ach, Aquana. Ach, das ist ja auch die Frage, ob hier noch in der neuen Generation ja eine neue Evoli-Entwicklung kommt. Es gibt ja so viele Typen, die noch nicht hier genommen worden sind. Da könnte man so viel machen. Also, aber der ist Schwertanz. Nachthieb, zack, zack. Wie ist er aufgeschlitzt? Die Ratten am Rattenschwanz. Hyperzahn geht daneben. Wupsch. Daneben muss mir kein Küsschen geben. Zumindest nicht mit dem Vorbau von 10. Och, kribbelt so schön. So, perfekt tief. Oh, dann machen wir nochmal Nachthieb. Einmal Bohrschnabel. Mal sehen, ob das ausreicht, um Aquana hier zu erledigen. Ich mache einfach ein drittes Nachmachen. Kannst du noch besser unter Wasser atmen, gell? Kannst du nochmal Luft einsaugen, bevor du tauchen gehst. Kamakuro, Level 42. Dankeschön. Delegator. Nein, danke. Bin ich so ein Einsetzer von defensiven Attacken. Gewain, Level 39. Neue Attacke. Nix doch. Bohrschnabel. Bam. Und mit einem Schwert haben sie also Bismuth kann wirklich raushauen. Und Level 41. Prima, prima. Oh la la, that's a lot to take. Ich gebe dir immer noch das Snickers, wenn du es magst. My stomach is crumbling. Maybe I can create some berries. Naja, Pikachu machen das auch. Die tun sie auch sich brutzeln mit der Elektrizität. This road here, you have quite a ways to travel. Und das alles für ein Elixier. Ich habe also hier Attacken eingesetzt, um ein Item zu kriegen, bei dem ich PP zurückkriege. Hiya Joe, it's Dylan. War das jetzt Männlein oder Weiblein? How are things with you? I've been battling on, but I haven't won it very often. I can't get it together. Right, take care. Ja, tschüss, du. Ich weiß nicht mehr, wer du warst. Gut, da haben wir den Duellturm. Werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen. Diese Orte, wo man einfach nur kämpft, um zu kämpfen. Man kriegt vielleicht Punkte, um Sachen sich freizuschalten, aber man kriegt keine Erfahrungspunkte, man kriegt keine Einträge im Pokédex. Sowas interessiert mich nicht. Ich bin an sich einfach kein kompetitiver Spieler, ja? Herr Challenge the Winstray. Deren englischer Name ist Winstray, also wie Winning Streak oder Win. Wenn man das weiß, macht es um einiges Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch nochmal heißen, aber der englische Name. Nehmen wir diese Wortspiel, ich liebe es. But 4 matches in a row is tough going. They destroyed me.
Deshalb willst du mich wohl vorbei, deshalb werde ich das erst später machen. Was ist denn hier? Ach, diese Szene ist neu mit Schwester Joy in dem Janeiro. Plop, stop goofing around and get back here. Ach, how did you even get over there? Du nennst dein Pokémon Plop. Na gut, ich darf hier gar nicht so sein mit... manchmal habe ich ja auch komische Spitznamen. Plop, wait, stop. Oh, that's just great. Oh, a trainer. Did you see that? My chance is escaped. Please, you've got to help me get it back. I'll make it worth your while. If you can bring Plop back to me, I'll get all the nurses to give you an extra dose when they refill your Pokeball. Sounds good, right? Good. Here, take Plop's Pokeball. Das ist definitiv neu, dass man hier ein Janeiro wiederholen soll, aber es hat auch mit dieser Funktion zu tun. Man kriegt eine zweite Portion für sein Pokeball. Jetzt kommt's mir gerade, das ist ja im Grunde genauso wie das Item bei Dark Souls, dass man sein Heil-Item hier auffrischen kann, oder? Plop will get in any old heal ball, so don't worry if you lose that one. Good luck. Okay, ich soll jetzt also ein Janeiro finden. Ich habe Pudersand gefunden. Na klar, ich habe auch einen Stein zertrümmert. Läuft es jetzt einfach nur hier rum oder muss ich da in der Wiese reingehen? So, Mumumik. Hab nichts zu heilen. Bist du Trainer oder redest du nur mit mir? Blabberst du nur mit mir? If you don't raise your Pokémon some more, it could be tough to keep winning up through the ranks. Erfährt the Pokémon League's Elite Four are far stronger than any gym leader. Ach, das hier ist meine... Das war meine... alltägliche Trainingsmethode, dass ich hier immer zu diesem Interviewerpaar gegangen bin, weil dadurch kann man wirklich sehr schnell Erfahrungspunkte sammeln. Man findet sie immer an den gleichen Ort, man muss einfach nur hinfliegen. Ah je, die FPS. Servus! Oh lala, schöne Frau, das schon sogar der FPS hin. I don't know where you're going, but would you like to battle? Bist du jetzt wieder hier ein Kind oder bist du eine... Ja, bist natürlich wieder ein Kind. Schöne junge Frau. Mit einem unheimlichen toten Baum-Pokémon. Ja, nee, ist klar. Haben wir hier Finsteraura. Sehr effektiv. Denn die Finsternis schließt den Geist ein und macht dir Angst. Zitrobeere, Wurst. Wo hast du die rausgezogen? Holzgeweih. Super, Pflanzenattacke, die auch noch hier Gesundheit abzieht. Pa! Hätte es Energy trained. Harvest, it's... Durch die Fähigkeit kriegt es jetzt seine Beere wieder zurück, oder? War das nicht der Effekt? Komm schon. Jawolligen. Super effektiv, danke. Dazu mehr, das tut doch mal tauschen hier. Gewinn, mit der Pflanzenattacke, ja. Ich merke schon, so zwischendrin geht mir doch immer wieder der Gesprächsstoff aus. Weil sich bei mir aber auch die letzten Tage nicht viel getan hat. Das wäre doch jetzt wieder ein Gesprächsthema. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht. Na gut. Abwechslung im Leben, meine Lieben. Meine Damen und Herren, ist wichtig, ja. Sonst kommt man immer wieder in diesen Trott rein. Gewisse Routine ist zwar gut, ja, und ich bin auch so Routine. Bitte, Selbstlipper, was? Es gibt eine... Ach, das hat jetzt hier die Stärke der Pflanzenattacke absorbiert. Aha. Ja, wenn du meinst. Also ich bin auch ein sehr ein routinemäßiger Mensch, also ich brauche immer so meine Abläufe, aber ich merke genauso auch, wenn es immer nur wieder das gleiche ist, dann wird es langweilig, dann hat man hier so einen inneren Druck und man denkt sich, ich muss mal was Neues passieren, ich muss mal ein bisschen Abwechslung in mein Leben bringen und wenn es nur irgendwie irgendeine Sache ist, die man innerhalb der Woche anders macht. Die FPS wollen überhaupt nicht. Da haben wir da durchgerüttelt. Okay. Einmal hier nochmal Psychoklinge nach dem Schwerttanz. Einmal zwischen den Ohren geteilt. Dankeschön, Critical Hit sogar.
Was bei Level 39? Er steigt, er steigt. Aromatherapie. Das macht das nochmal. Heals all status problems with a soothing scent. War das nicht, dass es auch alle im Team ändert? Naja, damit könnte man sich Items sparen, aber jetzt lasse ich es erstmal. Rock, Level 42. Noch eine neue Attacke vielleicht? Nee. Oh, you're disgustingly good. Ich hab doch erst geduscht. Oh! Okay, doch nicht 52, sondern 42. Heyo! Ja, prima, danke schön. Na, das wird doch jetzt ein schöner Abschluss für diesen Part sein. Und da haben wir es. Wunderbar. Congratulations, your rock evolved into Bisharp. Also wieder Bishop. Und jetzt hier scharf, scharfer Verstand. I'm thinking that I should go to Mount Chimney. But the view around here is very nice too. Wie heißt es im Deutschen? Also Mount Chimney, wie der Kamin. Der Kaminberg. Ja, nee, ist klar. So, Rock. Willkommen im Team, also deine entwickelte Form meine ich. Und seine Werte, puh, gut, es ist eher langsam. Gute Verteidigung, Spezialverteidigung nicht, aber der Angriff, hulala. So. Dann nehme ich mal dir den App-Teiler ab. Und gebe den mal an Rosebud weiter. Oder ein Azazel? Wobei Rosebud, ich glaube, Rosebud tue ich im Moment nicht so oft einsetzen, weil ich jetzt hier auf mehrere Feuerpumen treffen werde. Was verblockt HP und was Big Root? Da wird ihm jetzt was Neues gegeben, nämlich die Scope Lens für eine bessere Volltrefferquote. So, Scope Lens, alles klar. Ich schaue gerade nochmal, ob vielleicht das Scharnier hier irgendwo an der Wegkreuzung steht. Nein! Und hier komme ich nicht weiter in die Wüste, weil es Sandstorm ist vicious, it's impossible to keep going. Also das Schlimme ist natürlich hier der Sand in den Augen. Da wird man nicht mal schlafen können, weil man hier sich ja die Netzhaut verkratzt. Gut. Also meine Damen und Herren, die FPS wollen gerade wirklich nicht, die sagen mir gerade, Chobo, der Part, der wird wieder zu lange, du musst mal eine Pause machen, hast wieder viel getan. Gut, also... Was ist viel getan? Ich habe einige Trainer besiegt. Bei Pokémon hat sich entwickelt. Ich habe was gehört. Oder sind es wieder nur die Stimmen in meinem Kopf? Und weiter geht's. Also ich kann mich ja noch beim Original dran erinnern. Dieser Abschnitt im Spiel zwischen Malvern City und Bad Lavastedt, das kam für mich so schleppend voran, weil ich so an viele Orte muss, nur um dann endlich nach Bad Lavastedt zu kommen. Also es wird sich hinausziehen. Vielleicht mache ich aber einfach mal eine größere Pause, spiele erstmal was anderes und dann bin ich da mit frischem Saft wieder dabei. Ich habe ja davon gerade gesprochen, dass ich mal Abwechslung mache. Mal gucken. Lassen Sie sich einfach überraschen, was dann die nächsten Tage kommen wird. Ob sich da was ändert. Aber ich würde hier trotzdem weitermachen, denn dieses Team hier, ich habe das ins Herz geschlossen. Und ich möchte es bis zum Ende durchstehen. Möchte sehen, ob ich es damit auch weit schaffe. Okay. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Pokémon Inclement Emerald gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.